Hallo und herzlich willkommen bei Tech Bros. Im heutigen Video gibt es das Unboxing zum Logitech G231 oder G231 Gaming Headset. Das Ganze ist für die Xbox One, PS4 oder den PC gedacht. An der Seite haben wir die technischen Daten, wenn man sie denn auch erkennen kann. Das sind Lautsprecher sind 40 mm Durchmesser, Kopfhörer, Frequenzbereich 20 Hz bis 20 kHz. Impedanz 32 Ohm und Empfindlichkeit 90 Dezibel. Kabellänge sind Headset 2 Meter und das Y-Splitterverlängerung sind 12 cm. Mikrofon-Richtcharakteristik ist gerichtet. Typ ist ein Kondensatormikrofon. Frequenzbereich bla bla. Steht alles nochmal unten. Das verlinke ich euch dann in der Videobeschreibung sowieso, den Kauflink dazu. Dann öffnen wir das Ganze mal. Auf der Seite haben wir hier nochmal den Namen und nochmal ein paar technische Daten. Und so schaut das Ganze aus, wie man sehen kann. Man kann es auch kompatibel mit dem Smartphone. Öffnen wir das Ganze und schauen wir mal, wie sich das in der Verpackung das Ganze ausschaut. Machen wir es falsch rum. So. Das Ganze gibt es auch in Rot-Schwarz. Hier bei uns hatten sie es jetzt in Orange. Ich fand auch Orange persönlich besser, sah irgendwie cooler aus. Hier haben wir nochmal einen Beipackzettel, wie das Ganze hier funktioniert, Anleitung. Und Anschlussverfahren. Und hier haben wir das Headset selber. Kann ich mal zeigen, so schaut das Ganze aus. Mikrofon lässt sich hier so rausklappen. Die Ohrenmuscheln lassen sich hier drehen, was ich ziemlich cool finde bei einem Headset. Und das Ganze kann man so dem Kopf anpassen, je nachdem, wie groß der eigene Schädel ist. Dann haben wir eine Kabellänge hier. Hier haben wir den Splitter, dass man beide Mikrofon und Lautsprecher verbinden kann, mit dem PC zum Beispiel. Und hier haben wir unsere Schalteinheit, wo man Lautstärke ändern kann, direkt am Kabel selber, was ich ziemlich cool finde. Und man kann das Mikrofon stumm und laut schalten. Und es hat einen Clips, wo man das zum Beispiel am Kragen festmachen kann, damit das Ganze nicht so baumelt. Und die Länge ist natürlich optimal, wie ich finde, 2 Meter sollte locker reichen, also man kann sich darüber nicht beschweren. Es hat hier so eine Halterung, wo man das Ganze festmachen kann. Und das Ganze kostet 44 Euro aktuell bei Amazon. Ich glaube, bei Saturn und so kostet 47 Euro. Ich habe es jetzt vom Saturn gekauft, für 47, glaube ich, war es. Und das Ganze soll es dann auch schon gewesen sein. Diesen Splitter können wir wegmachen, den brauchen wir nicht, der ist fürs PC. Und so wird das Ganze dann am Controller angeschlossen. Und das wär's dann. Schreibt mir mal in den Kommentaren, was für Headsets ihr benutzt, und das soll es gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.